Hallo, liebe Freunde der leichten Unterhaltung. Eine Woche Pause. Was man im Real Life nicht alles zu tun hat. Unglaublich. Egal. Machen wir eben heute weiter. Und freundlicherweise halt natürlich vergessen, was ich machen wollte. Ich wollte ein nicht machen. Ich habe ganz viel auf dem Plan gehabt, das weiß ich noch. Aber was genau? Keine Ahnung. Halt mir gedacht, starte ich doch einfach mal auf der zweiten Insel hier. Ist alles noch ein bisschen flüssiger als in der Hauptinsel. Aber ohne Scheiß. Ich bin echt überfragt, was ich machen wollte. Ich habe eine kleine... Halt, ich bin ja extra hierher geflogen, aus einem anderen Grund noch oben drauf. Und zwar gedacht, machen wir doch einfach eine Runde RF-Tools. Damit wir uns überhaupt eine Welt erstellen können, wollen wir mal gucken, ob das hier so funktioniert mit dem... Biomabsorber. Gucken wir mal. Okay, der Biomabsorber, der... Ja, der saugt halt... Gucken wir mal, was macht er denn hier? Dschungel, 2%. Na gut, kann eine Weile dauern. Die andere Sache ist mit den Erzen, um uns eine, ja, eine Erzwelt zu erstellen, braucht man natürlich einen ganzen Stack von irgendwas. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Denn ich habe, glaube ich, noch nicht wirklich aus dem, wie heißt es, Beneth Dimension oder so ähnlich, habe ich, glaube ich, noch nicht so viel gekriegt, oder? Doch, guck mal hier, ich habe einen ganzen Stack Eisen. Na, Halleluja. Warte mal. Warte. Wir haben doch hier noch einen Materialabsorber. Den nehmen wir mal auch gleich. Den klatschen wir einfach mal hier oben hin. Denn wir müssen die Erze... Da, immer unten ranhauen. Warum auch immer. Wie ihr halt oben seht, das wird da, das wächst ein bisschen da, die Prozente. Warte, haben wir gleich. Oh, komm her hier. Ah, hat nicht geklappt. Na, scheiße. Oh, machen wir nochmal weg. Komm her hier. Wo habe ich denn meinen Magneten gelassen? Da habe ich meinen Magneten. Warte mal, so. Ja, natürlich. Schmeißen wir halt weg. Warum auch nicht? So. Wo sind wir denn bei 34%? Hallo? Brauche ich jetzt etwa mehr als vorher? Also normalerweise braucht man dafür ein Stack. Zumindest war vorher so. Zwei Stacks. Ich habe einen Geod. Na super. Warte. Wie viel haben wir denn jetzt hier noch? 35. Fehlt natürlich noch ein bisschen. Oh, na toll. Aber stimmt, ich glaube, es waren tatsächlich zwei Stacks und nicht einer. Na, so viel dann dazu. Na, Gott sei Dank ackern aber unten die komischen... Ach, wie heißen die? Void Miner und so weiter. Die arbeiten Gott sei Dank weiter, auch wenn man nicht dabei ist. Aber ist egal, dann machen wir uns einfach mal... Eine Eisenwelt, was denn hier weiter wild ist, denn wir brauchen aus dieser Welt diese kleinen Mini-Häuschen, was auch immer. Denn diese Mini-Häuschen, die haben wiederum Dimlets drin, ne, die man in der normalen Welt so durch die Endermänner nicht kriegt. So halt auch zum Beispiel diese 5er Energie-Upgrade und so weiter. Oder 3er? Naja, ihr wisst schon. Jedenfalls die etwas besseren Dimlets als die anderen. Aber sind wir da bei 19%? Na gut, da brauchen wir jetzt die Folge, glaube ich, nicht mehr hinrennen. Ja, was machen wir jetzt so lange, bis wir genug Eisen haben? Toll. Super. So viel dann dazu. Auf alle Fälle hat sich das erübrigt mit dem Ender Dragon. Der würde jetzt zu lange dauern. Den muss ich tatsächlich offline suchen. Eigentlich wollte ich ja die Hühner umplatzieren, wa? Oder man müsste die vielleicht einfach nur halbieren. Das sind vielleicht tatsächlich zu viele Hühner auf einen Schlag. Glaube ich. So. Die produzieren hier auch eine Schweiter, glaube ich, wa? Oder? Hier ist nämlich alles voll. Na, wunderbar. Ja, was machen wir denn jetzt denn? Das passt mir gerade überhaupt nicht in Kram. Ach, ich hatte mir noch ein Boot mitgenommen. Warum hatte ich mir ein Boot mitgenommen? Ich hatte mir ein Boot mitgenommen. Gucken wir einfach mal hier lang. Schauen wir mal im Nether vorbei. Ich soll ja... Hallo? Ich soll ja mit dem Boot im Nether bis zum Boden reisen.
Geht's hier weiter? Ah, okay, wollte schon sagen. Na, der Dinger war gerade. Ich wollte schon sagen, in der Welt der Menschen gerade, da hindert auf Klick. Das war einwandfrei. So. Jetzt ist die Frage, jetzt ist die Frage. Hier hört die ganze Geschichte auf. Da durften wir gleich Schaden kriegen wahrscheinlich. Nee, kriegen wir nicht. Hm. Ich verstehe nicht so richtig, wie das gemeint ist, dass man mit dem Boot bis zum Boden. Hier gibt es doch eigentlich ja keinen Boden, oder? Also nicht wirklich. Huch. Bin da nicht bescheuert. Warte mal, wo war denn das hier gewesen? Hier, travel to the bottom of the Nether using a boat. Du sollst auf dem Boden des Nethers unter Benutzung eines Bootes reisen. Ja. Hat sich erübrigt. Hm. Hm. Ist nicht wirklich... Tja... eine Nahkampfwaffe. Ach, 10,2. Ach, Blood Magic auch noch nicht. Blood Magic, Blood Magic, das ist Draconic. Das ist noch der Rest von Botania. Draconic, da fehlt uns noch ein bisschen. Aber dazu brauchen wir diesen blöden Ender Dragon, Alter. Wie viel soll man denn da finden? Nee. Okay, das ist die Energie. Infuse your Maschine Infuser 100%. Build a Dimension Travel to it. Ja, ja, schon klar. Das ist alles RF-Tools, da sind wir ja bei. Würde ich ja gerne machen, aber... Terrain-Scanner, okay. 5 verschiedene Biome. Ein Biom sind wir gerade dabei. Use Diamond Blocks to Coal Maximum. Das heißt, eigentlich, wisst ihr was? Eigentlich können wir uns auf den Weg machen und können uns eigentlich die 5 Biome absorbieren. So schwer ist das nicht. Guck mal her, mach ihn hier. Was ist hier los? Was ist denn hier heute los? Der Rechner war die ganze Woche aus. Ah, okay, geht doch. Und mal gucken, ob jetzt noch dieser lustige Effekt von Ender hier ohne dabei ist. Dann hat mich gerade auch fürchterlich gewundert, was hier abgeht. Ja, ist immer noch da. Ihr seht, hier fehlt ein bisschen was. Ihr seht aber auch aufgrund hier der Hitboxen, die Kabel sind alle da. Im Moment gerade verschwunden. Finde ich gerade sehr eigenartig. Ich gehe aber davon aus, dass sie trotzdem weiterhin funktionieren. Zumindest staut sich hier nichts. Gut, passt mal auf. Dann machen wir jetzt noch einfach nochmal 5 Terrain-Absorber. Wo haben wir denn Material? Schockabsorber, Liquid-Absorber, Biom-Absorber. Das war's. So. Ups. Brauchen wir nochmal 4 Maschinenframes. Kein Problem, kriegen wir alles hin. Und dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch irgendwo anders noch ein paar Biome haben. Man sieht sie halt nur nicht. Was haben wir denn hier für ein Biom? Ein Tiger-Biom. Tiger ist doch gut. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ah, hier ist auch noch Tiger. Hallo? Oh. Kann man die eigentlich wieder resetten? Ah ja, sehr schön. Einfach durchs Inventar jagen, alles schön. Gucken wir mal, ob hier auf der Ecke vielleicht noch was anderes ist. Nee, ist es nicht. Gut. Dann nehmen wir doch einfach mal unseren Angel-Block mit. Und verschwinden doch einfach mal ganz kurz. Obwohl, wir können ja eine... Warte mal. Sind wir da ganz frech. Wir haben doch noch 2 Möglichkeiten offen. Da gehen wir einfach mal kurz in die Beneth Dimension. Sofern wir da ankommen. Mann, der Ding funktioniert halt noch viel, viel schneller hier. So, hier haben wir noch eine Beneth Dimension. Alles klar. So, dann kann der hier erstmal ganz getrost dit absorbieren. Dann gehen wir nochmal kurz ins Nether zurück. Ach, die Sache mit den... Wo spawnen wir hier? Halt, Quatsch. Ich wollte mal ins Nether zurückgehen. Dann werden wir uns nochmal kurz den Nether-Biom, wisst schon, absorbieren. Was ist denn hier los? Was ist dein Problem?
Eigenartig. Einfach nur eigenartig. Aber gut. Muss vielleicht so sein. Wer weiß das so genau. So, setzen wir hier auch einfach hin. Hier haben wir das Höllenbiom. Auch nicht schlecht. Ich weiß ja nicht, eigentlich müssen wir ja nicht klicken, oder? Nö, muss man nicht. Na, ist egal. Machen wir es eben trotzdem einfach nur, weil wir können. So. Dann schnappen wir uns mal noch den Angel Ring. Nein, nicht den Angel Ring, sondern den Angel Block. Hallo. Alter. Na, geht doch. So, komm mal her hier. Wo haben wir denn den Angel Block? Den Angel Block. So, nehmen wir mal die Angel ein. Wir haben sogar zwei davon mittlerweile. Och, nehmen wir mal in die andere Richtung. Und dann setzen wir den da einfach mal irgendwo hin. Und dann gucken wir mal, ob wir eventuell vielleicht Glück haben. Hier hinten waren wir nämlich noch nie gewesen. Ich sehe, wie sich die Karte hier gerade generiert. Ah, Deep Ocean. Na, wer sagt's denn? So, dann werden wir hier mal kurz nochmal... wie nennen wir das jetzt hier? Ach, komm. Nee, nicht Angel, das ist Quatsch. Machen wir hier... den Biomabsorber. So. Dann wissen wir nämlich, wo wir hin müssen. Gut. 300 Meter in jede Richtung. Gar kein Problem. Kriegen wir alles hin. Gut. Dann ist ja die Aufgabe schon mal gleich erfüllt. Na, das hat sich aber noch nicht so wirklich beruhigt. Gut, 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 gut. Sind wir nochmal neugierig und gucken, was uns noch Eisen gebracht hat? Nix dergleichen. Verdammt. Kobalt und Ardeit. Aber es wird. Vielleicht sollten wir nochmal die Maschine hier auffüllen und nochmal vielleicht ein bisschen... Nee, da war nicht weiter drinne. Das geht, glaube ich, alles hier drin, war automatisch. Kann das sein? Kann das nicht sein? Okay, hier passiert nichts weiter. Man könnte jetzt die Hämmer hier einfach rausnehmen, damit hier nichts passiert. Wäre auch eine Variante. So, warte mal. Guck mal, durchschmelzen hier. Was sagt denn eigentlich unser Draconium hier? Wo sind wir denn hier? 2700 Stück. Na, läuft doch. Oder das Block. Wie viele Wither-Skelette-Köpfe haben wir denn? 29 Stück. Auch nicht schlecht. Okay, das haben wir da unten auch alles. Hier haben wir noch das, die Kuh im Glas mit ganzen Früchten. Das läuft hier auch alles noch. Das ist hier die Automatisation oder wie man das nennt. Ja. Okay, staut sich nicht. Läuft also alles. Sehr schön. Normalerweise könnte die Maschine hier auch weg. Aber hier laufen die FPS. Hier halt kein Problem. Die Mobfalle juckt's nicht. Es ist. Also, es muss tatsächlich einfach nur das Refine Storage System sein. Also, ich finde das ein bisschen schade, finde das ein bisschen traurig. Bleibt Energistic. Da musstest du schon richtig was ballern, damit das nicht funktioniert. Damit die FPS nach unten gehen. Aber mit Refine Storage, das ist schon echt heftig. Also. Wirklich, wirklich heftig. Das musst du wirklich weit wegbauen und musst dann halt so ein Wireless-Dingsbums da hinsetzen oder was, damit es besser funktioniert. Aber das ist echt, nee, also macht keinen Spaß. Macht keinen Spaß, aber ist egal. Sollen sie sich voll aufhalten, abhalten? Ich wollte, obwohl eigentlich auch schön blöd war. Wir können uns doch das Eisen auch einfach mal selbst besorgen. Dann brauchen wir nicht so lange warten. Ich hab's doch Eisen, oder? Warte mal, ich hab doch, glaube ich, Eisen. Glaub ich. So, warte mal. Wir nehmen uns das Boot hier raus. Aha. Hier gibt es doch alle möglichen Erze. So. Und dann nehmen wir doch einfach mal jetzt hier so. Komm. Da. Leckt ein bisschen was vor sich hin. Ist auch gut. Oh, Ylorium. Wunderbar. Nehmen wir mit. Können wir immer hier brauchen. Da oben gibt es noch. Was gibt's da? Jolt gibt es da. Okay, Kohle haben wir hier noch. Eigentlich haben wir auch Gold hier noch. Bin ich denn doof? Aber ist Gold. Gold muss man mitnehmen. Das lässt man nicht liegen.
Und außerdem sollte ich vielleicht... Oh, fackeltechnisch sieht es aber auch schlecht aus. Das sieht hier echt schlecht. Was ist das? Ah, Prosperity Shards. Nee, die wollen wir nicht. Okay, wenn wir uns mal ein bisschen hier im Licht aufhalten. Von wegen, was geh nicht ins Licht? Kannst du knicken? Habe ich hier irgendwas verpasst? Gold gibt es hier und Kohle und alles mögliche, aber kein Eisen? Hallo? Glaube jetzt gerade... Gibt es das Eisen hier und nur auf einer bestimmten Höhe? Kann das sein? Die Frage ist nur, auf welcher? Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, diese World Gen gab es ja hier nicht, ne? Oder? Gucken wir mal. Nicht Weisen, sondern Eisen, Herr Kollege. So, haben wir denn hier? Nee, haben wir nicht da. Schade eigentlich. Den World Gen gab es hier nicht. Aber auf welcher Höhe gab es denn Eisen, Alter? Eigentlich müsstet ihr ja weiter oben heben, wa? Ja, gucken wir mal. Heben wir einfach mal hier pauschal durch. Gucken wir, was passiert. Steine über Steine. Ja, ganz toll. Ein bisschen Limestone. Braucht keiner, will keiner. Andere Seite. So, gehen wir da lang, weil da ist Redstone. Redstone ist schön. Oh, was ist denn hier los? Alter. Halleluja. Hier ist ja richtig Party. Oh, Emeralds, Diamanten, ist ja alles frei. Und das ist kein Schankfehler. Ah, gut. Gut, ihr rappt mal ein bisschen was vor euch hin hier. So. Komm mal her, hier. Stirb. Wenn du schon nicht vernünftig laufen kannst, dann stirb halt. So, was haben wir denn hier noch? Nehmen wir die hier mit. Hier haben wir nämlich Glück mit drauf. Sehr schön. So, was haben wir noch hier schön? Da haben wir die Pilze. Die Pilze jucken mich gerade nicht. Ich wollte dahin. Hallo? Ah, jetzt. Na, wer sagt's denn? So. Und ich weiß nicht, warum das so ist, wie das ist. Ich will immer noch die Welten einmal austauschen. Mal gucken, ob denn hier vielleicht denn irgendwas sich bessert oder eben auch nicht. Aber im Moment... zeitmäßig alles ein bisschen schwierig. Ein bisschen Yelorium da. Das Loch kriegen wir hin. Das kriegen wir auch hin. Warte mal jetzt hier. Du störst, du nervst. Verschwinde. Dass die kleinen Viecher einfach mal wesentlich robuster sind als die großen. Muss ich nicht verstehen. So. Wir nehmen mal kurz das hier weg. Dann werden wir mal ganz freundlich das ins System schmeißen. System, System, System. Oh, Silber ist toll. Marble ist auch schön. Hallo? Was ist passiert? Oh. Okay. Also ähnlich dem Deep Dark, man sollte sich hier eventuell nicht zu lange im Dunkeln aufhalten. Also ist die Bandit der Menschen doch so weit ähnliches wie ein Deep Dark. Auch wenn die Welt anders aufgebaut ist. Aber das ist gerade... Alter, an die Flacker. Nicht schön. Oh, was ist los hier? Bau ab! Okay. Muss ich nicht wirklich auf Dauer haben. Klingt ein bisschen komisch. Komische Stimmen hier im Hintergrund. Alter. So. Wie viel haben wir denn jetzt? 12. Ist noch nicht so viel. Ich brauche noch ein paar mehr. Brauche ich noch. Hier haben wir noch mal Eisen. Den nehmen wir auch noch mit hier. Komm. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Gut, sehr schön. Wie viel haben wir jetzt? 23. Dürfte eigentlich auch noch nicht reichen. Ja. So. Oh. Okay. Da war das Inventar wohl voll. Ich hätte gerne immer noch ein bisschen Eisen.
Es klingt hier alles ein bisschen. Man kriegt so ein bisschen Gänsehaut, wenn man das hier so nur auf Kopfhörer drauf hat. Alter. Bin ja kein Schisser, aber die so Gegenden, die mag man nicht. Hallo? Ja, sehr schön. So, was haben wir jetzt? 31. Komm, ein paar brauchen wir noch. Wir hatten, glaube ich, vorhin 35, 35 und 35 sind 70. Doch, eigentlich müssen wir jetzt hier noch haben. Jetzt schnell zurück hier. Weg und tschüss. Halt, das war falsch. Da wollte ich nicht hin. Das ist auch hier auch falsch. Wo kam ich denn jetzt her? Ich kam doch von hier. Hier kam ich doch. Wunderbar. Komm her. So. Können wir von oben drauf klicken, damit wir auch oberhalb vom. Naja, ihr wisst schon, vom Würfelspawn. So. Sehr schön. Dann haben wir das hier nämlich auch. Schmeißen wir noch schnell den ganzen restlichen Kram hier noch ins System schnell rein. Einfach nur, weil wir es nicht brauchen. Doch, das Brot kommt hier auch zurück. So, Diamanten. Wie viele Diamanten haben wir jetzt hier eigentlich mittlerweile wieder? Ja, okay. Eine Menge. Sagen wir einfach eine Menge. So. Wir haben alle Dinge noch auffüllen auf 100% den Materialabsorber und dann sollten wir theoretisch eine pauschale Welt erstellen können. Na. 100%. Sehr schön. So, mitgenommen. Fertig. Oh. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht eine Eisenerzfeld haben. Was brauchen wir denn hier für ihn? 0, 1, 2, 3, 4. Ich brauche ein einfaches Energie. Habe ich doch hier. Warum? Ach nee, der Zweier. Na toll. Ich brauche hier das Zweier-Energie-Update. Und ich habe bloß das Einzelne. Ah, nicht Update, Modul heißt das Ding. Immer zu weit. Wollen wir mal kicken, ob wir vielleicht noch ein paar Dimlets hier im System haben mittlerweile? Eins. Ah, ist ja nicht so doll. So, jetzt lass ich bitte mal noch ein Zweier-Dimlet kommen. Natürlich nicht. Naja, hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Wenn halt auch nicht, dann ist es so. Geh doch mal runter. Jetzt habe ich gedacht, kann man ja wenigstens mal eine Runde. Ganz freundlich. Was kann ich erstmal hier hin? Ach, ekelhaft. 2, 2, 2. Ich brauch das Zweiermodul. Warum gibt es hier kein Zweiermodul? Was ist das für ein Blödsinn, ey? Aber kann ich nicht auch theoretisch? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht, kann ich nicht. Wenn ich eine pauschale Welt erstelle, passiert nichts. Kann ich eigentlich nichts machen. Oder? Wir können es ja mal probieren. Wir können es ja mal probieren. So, ich brauche aber. Was braucht ich denn jetzt? Ich brauche jetzt, glaube ich, noch einmal Energie. Ich bräuchte Energie, Energie, Energie. Was haben wir noch an Generatoren da? Warte mal, RF-Tools. Wie hießen die? Das war der Coal Generator. So, dann machen wir von dem Coal Generator einfach nochmal zwei Stück vor sich selber. So. Denn die brauchen wir gleich. Aber ich bin gerade echt am Überlegen. Brauchte ich jetzt diesen Transmitter? Muss ich den auch mitnehmen? Ich weiß es nicht. Warte mal, wir machen einfach mal diesen hier. Wir nehmen einfach mal pauschal beide mit. Transceiver. Nee, nicht Transceiver, sondern Transmitter hieß das Ding. Oh oh. Nee, geht noch. Meine Tastatur scheint auch zu spinnen. Wunderbar, läuft doch. So, okay, dann brauchen wir nochmal zwei davon. Wir nehmen nochmal einen Meta-Transceiver mit und wir nehmen nochmal einen Wie hieß das Ding denn jetzt? Ich hab's vergessen. Warte. Was hab ich jetzt drin? Das blaue Ding habe ich jetzt drin. Ich hab vergessen, brauche ich den überhaupt? Der Meta-Receiver. Natürlich.
Hätte nur Meta eingeben brauchen, wäre auch schön gewesen. So, Meta, da haben wir ihn doch. Ah, sind sie beide. Gut. Haben wir das auch. Das können wir uns zurücklegen. Wir können hier den Coal Generator haben wir da. Wir haben ein bisschen Kohle da. Dann könnt ihr das pauschal zusammen das Ding da aufladen. Passt also auch. Das war falsch. Da wollte ich eigentlich dahin. Dich machen wir mal ganz kurz platt. Okay. Läuft also auch. Und dann. Wo habe ich denn jetzt? Ach so. Warte mal. Ach, ich musste Dial-Device, glaube ich, noch mitnehmen. Ach, ich glaube, das war's. So, wir wählen jetzt hier die Dimension, wählen wir aus. Wir nehmen jetzt den hier. Setzen wir als Favoriten. Bla, bla, bla. Dial Connection for Single Teleport. Check. Warum kriegt der jetzt keine Power? Noch ein Kabel mitnehmen. Na, auch nicht schlecht. Gut. Haben wir irgendwie vergessen, ein Kabel mitzunehmen. Was sollt, was sollt. Wie heißen die denn hier? Ender Energieleitung. Sollte reichen. 20.000 RF. Gar kein Problem. Wieso hat der keine Energie hier? Was für ein Blödsinn. Ach, ich glaube, irgendwie fällt wieder ein, warum. Nee, fällt mir nicht ein. Ich hab's vergessen. Das komische Riesending. Den hab ich gebaut? Nee, hat man nicht gebaut. Ach, diesen Infuser muss ich noch basteln. Und den braucht er mit voller Energie, weil der, oha, wenn der voll geladen ist. Na, Halleluja. Na gut. Wie wenn dann bei nächster Folge werden wir dann hier ganz freundlich mal verreisen. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Wenn nicht, sind wir halt tot. Dann freuen wir uns. Ich sage einfach mal ganz freundlich, winke, winke. Sehen wir uns morgen wieder, meine Freunde. Bis dahin. Und tschüss.